im gesamten Himmelsklan-Gebiet. Es heißt, die Zehn hätten den Berg im Krieg gegen die Maschinen paarweise bestiegen. Wir versuchen immer zu zweit, das Soldatenzeichen zu erlangen, indem wir den Spuren der Alten folgen und die Blutkrone pflücken. Eine Blume, die auf dem Gipfel wächst. Alle bis auf Pento. Er wollte unbedingt allein klettern. Du meinst, niemand wollte mit ihm klettern? Ich wollte ihn aufhalten. Aber es verstieß gegen keine Regel, also ließ ich ihn ziehen. Kommt mir bekannt vor. Die Nora haben ein ähnliches Ritual. Mich wollte auch niemand dabei haben. Deren Pech nehme ich an. Ja. Ich könnte versuchen, dem Bergpfad zu folgen. Vielleicht finde ich Pento. Du sagtest, noch zwei andere Kletterer werden vermisst. Nur einer. Die andere ist schon hier. Sika. Rocco und ich. Wir waren beim Abstieg. Da kam eine Lawine. Wir wurden getrennt. Ich konnte nicht sehen. Jemand muss da hochgehen. Man sieht im Sturm kaum die eigenen Füße. Das brauche ich auch nicht. Ich komme wieder. Wenn der Sturm zu heftig wird, kann ich die Kletterer immer noch mit meinem Fokus suchen. Ich folge den Markierungen. Sie führen mich zum Start. Alter, du wärst so am Arsch ohne deinen Fokus. Daraus kann bestimmt etwas Leckeres werden. Bin ich im Eulenfedern-Gebiet? Nee. Doch, eigentlich schon. Da ist eine Eule. Wir können ja nebenbei Eulen jagen, oder? Die wird so platzen. Von mir ist alles voller Fußspuren. Ein ganzer Schneefohl. War keine Eule? War ein Schnogel. Abgekürzt. Der Schnee dämpft alle Geräusche. Ist das jetzt was Gutes? Oh, ich schieße die ganze Zeit mit dem Scharfschussbogen. Gut zu wissen. Hehehe. Kann ich nicht. Habe ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. So den. Darauf erstmal ein Reinholz. Ich meine, wenn wir gerade hier sind, dann lass doch ruhig mal nach Eule gucken. Winterfahlbeere, okay. Ach ja, so, hier hoch. Wofür ist sie eigentlich, Winterfahlbeere? Ach, eigentlich geht's ja mit dem Gucken, ne? Muss ich jetzt hier... Ich muss hier hoch, okay. Hier kommt bestimmt gleich noch irgendeine Kackmaschine retten. Bestimmt so ein scheiß Eisbär. Schneeklau oder wie heißt. Da ist noch eine Eule. Eulomat. Markierungen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay, wie ich hier runtergehe. Bin ich sowieso am Arsch? Na los. Säure macht hier kaum Schaden. Ein Pirscher. Da kämpft einer gegen einen Pirscher. Rocco. Na toll. Ihr wollt kämpfen? Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. War doch nicht gegen Pirscher, Mann. Dieser Knacht braucht Hilfe. Wer immer du bist. Danke für die Hilfe. Aua. Alter, wie viel Schaden macht der? Ich danke dir. Ja, ich
weiß nicht, ob ich das gern getan habe. Ich hasse Pirscher. Pirscher sind kacke. Hier ist es nicht sicher. Ach wirklich? Ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Alles okay? Nicht wirklich. Aber geht schon. Deine Kletterpartnerin, sie sagte, eine Lawine hätte euch getrennt? Meine Partnerin? Ja, die Lawine hat uns überrumpelt. Hat mich einfach mitgerissen. Ich dachte, das war's. Dann packte mich jemand und zog mich heraus. Es war Pento. Er riskierte sein Leben für mich. Hast du gesehen, wohin er ging? Auf die Klippe hinter dir. Er wollte den Aufstieg vollenden. Ich sagte ihm, das ist Selbstmord. Er war unbeirrbar. Schaffst du es allein bis nach unten? Ja. Du folgst ihm doch nicht etwa, oder? Geh. Geh zu Vekata, bevor der Sturm noch schlimmer wird. Mögen die 10 mit dir sein. Naja, er ist ein kranker Motherfucker und ich bin noch... Pento finden, bevor ihm etwas zustößt. Und ich bin ein noch krankerer Motherfucker. Ja, bitte nicht noch mehr Pirscher, ja. Dann krieg ich echt... Dann krieg ich Brechreiz. Oh. Da sehe ich was Güldenes. Ach, wo wir Skulpturen. Und eine Sprachnachricht, na sicher. Nee, Textnachricht, Entschuldigung. Mai 2037, Captain Zuero, JTF 10, drittes Geschwader. Wann zum Teufel haben die Feds beschlossen, diese G-Syn-Schrotthaufen mit scharfer Munition auszustatten? Sie haben wohl erkannt, dass ihre nicht tödliche Lösung überhaupt nichts löst. Hodgins glaubt, er kann weiter oben auf dem Berg ein Signal kriegen, Verstärkung rufen. Wenn die Feds mit harten Bandagen kämpfen wollen, kriegen die Drohnen von der JTF ein Feuerwerk wie am 4. Juli. Sein Bein sieht allerdings übel aus. Es wird schwierig werden, ihn den Berg hochzukriegen. Ich vermute mal, ich soll hier hoch. Ja. Und das war aus dem Krieg vor dem eigentlichen Krieg. Das war der Krieg vor dem Vernichtungskrieg. Ja, jetzt fängt schon wieder an, so komisch zu klettern. Hoch, nicht nach rechts. Oh je. Alter, mir werden schon dreimal die Finger abgefroren. Ich hab schon gesagt, ne, ne. Bestimmt kann mir mein Fokus Pentos Spur zeigen. Ne, ich geh nach Hause. Das müssen Pentos Spuren sein. Pentosan. Hoffentlich kann ich ihn einholen. Pentolium. Oder wo? Ja, hier kommt bestimmt gleich noch ein Pirscher. Oder drei. Wahrscheinlich drei. Oder Kisten. Offenbar hat die Lawine große Teile des Kletterpfads zerstört. Das macht es natürlich sehr viel einfacher für uns. Da hinten ist eine Eule. Das ist toll. Mehr Lager. Ich soll aber da lang. Weil ich da nicht rüberkomme. Na, haha. Spiel am Arsch. Lass mich doch nicht behumpen. Eigentlich noch mehr? Ich hab doch zwei gesehen, oder? Ne, da oben. Irgendwo. Da ist noch eins. Uff. Muss die leider alle mitnehmen. Wir haben so ein bisschen Vorratsmangel, ne? Der vermisste Soldat muss hier hochgeklettert sein. Ein Färber. Pento kam hier vorbei. Der Pfad muss nach ihm eingestürzt sein. Vielleicht kann ich hinübergleiten. Worüber? Nach da? Geschafft. Jetzt müsste ich Pentos Spur wiederfinden können. Oh, ich höre schon. Da ist sie. Pentos Spur führt auf diese Klippe. Der Berg ist nicht stabil. Oh, hi. Ich werde wohl nicht denselben Weg nehmen können. Bestimmt bringt mich mein Zugwerfer darauf.
Ja, der prügelt sich gerade da oben. Keine Sorge, ich komme da auch gleich hin. Aus dem Weg! Hoffentlich ist das Pento. Ich will nicht gegen Sprungschläger. Sieht aus, als bräuchte er Hilfe. Kann der sterben? Macht der auch Schaden? Wer ist da? Deine Mutter. Eine Freundin. Mit dem hängt er fest. Autsch. So, der ist schon mal down. Was mit ihm denn? Wo will er hin? Guckst du mal hier? Du Lümmel. Schild. Aktiviert. Kloppt der sich immer nur mit dem einen da, oder was? Hey, Junge, du musst auch Schaden machen. Taugt das nix. So geht das. Du Lappen. Kann man nur, dass keiner sagt, du tauchst zu irgendeinem. Aua. Kein Wunder, dass alle sagen, du tauchst zu nix. Schnell einsammeln. Warte, ich muss aber die Kapseln deaktivieren. Irgendwo von da. Ist das der? Radarkapsel. Und tschüss. So, kurz warten, falls wir Teile abgeballert haben. Sind schon mal keine Heilpflanzen. Da ist eine Heilpflanze. Da sind noch ein paar. Beutel ist voll, Gott sei Dank. Boah, über 1000 heilende Beeren. Geil. Würde nur gerne. Wäre schön, wenn ich die auch alle im Inventar mit mir rumtragen könnte, aber. Anscheinend ist mir das vergönnt. Zafix. Willst du noch weiter hoch? Hast du keine anderen Hobbys? Pento? Kennen wir uns? Vikata schickt mich. Wir müssen vom Berg runter, sofort. Nein, ich kehre nicht zurück als Versager. Ich hole mir diese Blume um jeden Preis. Hör zu. Ich weiß, wie es ist, wenn ein Stamm dich verachtet, aber... Dann verstehst du ja, wieso ich entweder den Gipfel erreichen oder dabei sterben will. Vielen Dank. Was machst du da? Der Aufstieg soll doch zu zweit bestritten werden, oder? Ich bin deine Partnerin. Ich folge dir nach. Hey! Nimm das lieber. Sieht aus, als ob der Pfad hier weitergeht. Wow, eine heilende Beere. Super. Danke, Pento. Du bist so unnütz. Willst du Munition? Du kennst meinen Namen, aber ich nicht deinen. Ich muss auch nicht wissen. Aloy. Willst du dich wirklich mit dem größten Versager des Bollwerks einlassen, Aloy? Ich mache mir gern selbst ein Bild von Menschen. Weißt du... Nicht jeder wird mit einem Schwert in der Hand geboren. Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht nur der Wind. Hoffentlich. Und was wollen wir wetten, dass das noch ein Glücksbär hier ist? Könnte auch ein Brüllrücken werden, aber... Sackgasse. Ja. Da ist noch ein Kletterhaken vom ursprünglichen Pfad. Ist aber leider keine große Hilfe. Tut mir leid. Mich schon. Das war unglaublich. Ich fälle diesen Baum. Ich warte hier. Dann erreichen wir den Kletterpfad. Ich fälle diesen Baum.
Dann erreichen wir den Kletterpfad. Habe ich absolut nichts dagegen. Schreit doch noch ein bisschen mehr rum, wegen Lawinen und so. So, hier haben wir noch was. Nach 1000 Jahren liegt das hier einfach rum. 12. Mai 2037, Captain Zero, JTF-10, drittes Geschwader. Ich muss kurz verschnaufen. Hodgins hat starke Schmerzen. Wir kriegen immer noch kein Signal. Die Drohnen der Feds kreisen über uns. Hoffentlich geben die Bäume uns etwas Deckung. Wir müssen weiterklettern. Ich habe Hodgins gesagt, er soll mich bloß nicht im Stich lassen. Um ihn zu motivieren, habe ich mit ihm gewettet. $1000, dass seine geliebten Wayfarers das Spiel heute Abend verlieren. Sie sind der haushohe Favorit. Er muss es also nur nach oben schaffen und kann den Rest seines Lebens über mich herziehen. Das sollte ihn bei der Stange halten. Das ist ja sehr aufdringlich. Oh, hi, Opa, bist du drüben? Was machst du da? Sieh zu. Was gefunden? Ja, Tränke und so ein Scheiß. Wie, warte mal, geht's hier nicht... Hä? Dachte, ich soll zu dir kommen. Was? Ach so, hier oder was? Wir sollten von dem Baum aus auf den Kletterpfad springen können. Du bist ja für alles ausgerüstet. Danke. Ich war mal besser ausgerüstet. Geh mal los. Aber hey, unterwegs hat sie alle Sachen einfach verloren. So einen Sturmwind habe ich noch nie gehört. Fast geschafft! Da liegt irgendwas. Monat pro treffen wir gleich auf einen Glücksbär hier. Da sehe ich ihn doch schon. Großzügiges Lager mit Wertgegenständen. Ja, aber da ist doch so ein Glücksbär hier. Na, geht doch. Unfassbar, wir haben es geschafft. Machen wir uns zum Gipfel. Lauf doch mal nicht hin. Hallo? Gut, dass ich den nicht mal scannen kann. Ich weiß nicht mal, gegen was der allergisch ist. Lass das doch mal. Ja, na super. Da kam gerade noch irgendwas. Schwach gegen Feuer und Schock. Das ist ja schockierend. Ja, ne? Wieso? Ach, Mann. Oh, hi. Hallo? Bist du öfters hier? Aua. Das ist aber illegal. Entschuldige, ich musste mich um etwas kümmern. Du hast etwas erzählt, bevor ich gegangen bin. Rostlaue! Wieso? Ah, Mann. Die erledigen wir. Na los. Ach, der brennt schon. Okay. Oh, motherfucker, burn. Ich bin da nicht. Pissig, ne? Nein, der ganze Bär ist beschädigt. Geschafft! Komm! Hier lang, Aloy! Warte! Spule schnell nachladen. Ich habe jetzt nicht explizit darauf geachtet, was wir den so entfernen können, ne? Mit Absicht. Das war jetzt aber ein bisschen unfair vom Spiel. Ich habe mir schon fast gedacht, was das ist, aber ich durfte es nicht erfahren. Halt, noch ein. Dafür reicht's noch. Halt, davon neue. Erstmal den. Okay, der ist erstmal egal. Dann mache ich davon noch welche.
Na, immerhin 4. Ich komm gleich. Ich komm gleich. Erstmal alles einsammeln. So. Tasche auch wieder voll. Hat er noch irgendwas verloren? Da hatte ich noch irgendwas, aber ich glaube, das war das von dem. Oh ja, Feuerjagdpfeile. Mehr gibt's hier nicht? Traurig. Eigentlich noch ein Lager? Da. In die Höhle. Warum stand der da einfach vor, ne? Dieser Hustensonius. So, was kann jetzt noch kommen? Wir hatten jetzt Sprungschläger, Pirscher, Frostklaue. Was ist dies? Sieht aus wie ein Grab. Bestimmt auf der falschen Seite hoch. Irgendwas ist doch immer. Mal wetten. Da hinten ist der Beppo. Sehe halt nüschte hier, ne? Keine weitere. Doch, da ist noch eine Textnachricht. So, immer noch 12. Mai. Immer noch der gleiche und vom gleichen Geschwader. Na, das war ein Spaß. Wir sind da oben fast zur Hölle geschickt worden, als Hodgins in offenem Gelände herumgehumpelt ist und versucht hat, ein Signal zu kriegen. Nur gut, dass Mojave uns gehört hat. Das Kommando hat die Jets geschickt. Die Drohnen hatten keine Chance. Jetzt wissen wir also, dass die Feds uns ohne zu zögern umbringen würden, um unser Land in die Finger zu kriegen. Tja, heute nicht, ihr Wichser. Hodgins Bein sieht schlimm aus, aber das Evakuierungsteam sollte bald hier sein. Er wird es schaffen und ich habe wohl $1000 verloren. Gut angelegtes Geld. Trotzdem hasse ich die Wayfarers. So, wir sind oben. Jetzt kann der Schnee schon bitte aufhören, danke. Der Sturm. Er lässt nach. Und? Wie fühlt sich dieser Erfolg an? Ziemlich großartig, das bedeutet mir alles. Weißt du, selbst wenn du damit zurückkehrst, behandeln sie dich vielleicht nicht anders. Ich glaube, ich musste mir selbst beweisen, dass ich es schaffe. Du solltest zurückgehen. Sag allen, dass es mir gut geht. Ich hätte gern noch einen Augenblick für mich. Ich komme gleich nach. Na klar. Vielen Dank. Gut, dass der nicht zum Krieger geworden ist. Mein Schildflügel bringt mich bestimmt schneller zum Ende des Wegs. Dass der nicht zum Krieger geworden ist, kann ich nach. Ist auch gut. Kannst du mal die Fresse halten? Das kann ich nachvollziehen. Weil. Ist schon eine ganz schön leere Hose, der Typ, ne? Was war da? Ach so, mit. Ach, war ich. Warte mal, ich war hier schon mal. Na, sieh, da unten. Ach, guck mal an. Hier sind wir. Hier sind wir. Guck mal, hier ist auch Glücksbärchen-Areal. Ich soll jetzt nach da unten schwabbeln, ja? Schwibbel, schwabbeln. Schwabbel, schwibbeln. Okay. Na gut. Wir sind aber da drüben. Ne, wir sind da unten lang gelaufen, ja. Okay. Was bist denn du? Egal was du bist, du stirbst. Könnte eine Taube werden, ne? Ist eh zu kalt hier für die Viecher. Sei ja, Taube. Eine Taube, Taube, du. Okay, dann mal. Ab geht's. Fallen mit Stil. Oh, da muss ich hin. Jetzt, da der Sturm sich gelegt hat, sieht alles so friedlich aus. Da hinten, ist das die Brücke? Der Sturm hat sich gelegt? Wo hat denn? Aber noch
ziemlich windig hier unten, oder nicht? Ich sollte bald unten beim Pfad ankommen. Pento, kann ich weit zurück sein? Na sieh, der kann nicht weit zurück sein, Junge. Du hast den gerade heftig abgehängt. Aloy! Sie ist zurück! Servus, da bin ich. Ich bin's, eins Aloy. Aloy, du kehrst allein zurück. Wo ist er? Ist mein Bruder. Was soll denn dieses Gejammere, Jekka? Du bist jetzt Schwester eines echten Soldaten. Pento! Hier ist die Blutkrone, als Beweis meines Marsches. Und mit meinem Segen gehörst du nun zu uns. Mögest du auf den Flügeln der Zehen deinen Weg finden. Das soll wohl ein Witz sein. Der Soldat, bitte. Blume hin oder her, wir wissen alle, dass er nur dazu taugt, unseren Dreck wegzuräumen. Dann sind wir hier fertig. Pack Schnee drauf, sonst gibt's einen Bluterguss. Ich verdanke dir mein Leben. Wenn ich mein Soldatenzeichen habe, kommen wir vielleicht in dieselbe Truppe. Dann könnte ich mich revanchieren. Er ist süß. Geh schon, ich komme nach. Hier, zur Erinnerung an unseren Aufstieg. Mögen die Zehn dir stets zum Sieg verhelfen, Aloy. Wir sehen uns wieder, Pento. Was habe ich jetzt gekriegt? Nix. Fertigkeitenpunkte. Gesichtsbemalung. Wow. Toll. Kann mich kaum halten vor Freude. Immer stiller, wenn es schneit. Ich gehe mal Eulenfedern suchen. Eben schnell. Sollte nicht das große Problem werden. Irgendwo hier. Ich dachte, der Sturm hat nachgelassen. Das ist eine komische Art von... Oh, der hat aber nachgelassen. So, ich glaube, dich brauche ich auch noch, ne? Stirb! Ich hätte gern Skill, womit wir... Taube? Da ist Eule. Oh, die ist hinterm Felsen, ne? Na, toll. Warte. Kommt hier gleich rumgescheißert. Hey! Nein! Oh. Na toll. Wo ist die denn abgeschmiert? Da oben. Oh, komm ich hier hoch? Junge, Junge, Junge. Guter Schuss. Ja, da haben wir eine Eulenfee. Brauchen wir noch eine? Ne, eigentlich brauchen wir noch 4. Toll. Gibt es hier auch so viele Eulen? Ich sehe gar nichts. Junge, hier ist es so weiß, ich sehe nicht mal das Weiße in meinen eigenen Augen. Scheiß Ziegenböcke gibt es hier wie Sau. Ich brauche Eulen. Scheißen Dreck. Was ist das für Mist? Oh ja, beste Wetter hier, ne? Für Eulen. Diese gute Wetter für die Eulejagde. Toll. Ich glaube, wir haben gerade die Eulen ausgerottet. Du siehst aus wie eine Eule. Wo
Mausjäule. Ha! Ha! Du entkommst mir nicht. Ich habe zwar 3 Pfeile gebraucht, aber ist egal. Und hat sich nicht gelohnt. Gut. Das war toll. Lohnt sich gar nicht, ne? Ist das hier der Wachturm? Das ist der Wachturm. Ach du dicke Kacke. Versänger und Schnappmaul-Areal. Und an dem Bandito-Lager. Ja, das wird ja lustig, tralala. Dann können wir ja erstmal das Lager machen, eigentlich. Das soll da irgendwo sein. Lass mal gucken, ob wir das vielleicht von der anderen Seite...